Jetzt ist es offiziell. Vivi und Sydney sind getrennt. Einen genauen Grund gibt es dafür noch nicht. Zumindest haben sie ihn nicht genannt. Aber das ist auch ihre Privatsphäre, die sie natürlich schützen wollen. Doch nachdem Sydney all seine Fotos aus Instagram entfernt hat, wo noch Vivi drauf zu sehen ist und sie immer mehr über dieses Thema durch die Medien erfährt, hat sie sich entschlossen, ein Statement abzugeben. Das ist nun die Videonachricht von Vivi. Hallo! Ich wollte mich mal ganz kurz melden. Ich möchte euch bitten, unter meinen Fotos nicht irgendwie Hobbypsychologen oder irgendwas anderes zu spielen. Ihr wart alle nicht dabei, ihr habt gar keine Ahnung. Ihr seht Sydney im Moment als den Unschuldigen. Könnt ihr gerne machen. Ist aber leider nicht so. Ich habe mich da leider sehr in ihn getäuscht. Ich habe ihm vertraut. Ich dachte, wir sind immer ehrlich zueinander. Was ich von ihm in keine einzige Sekunde behaupten kann, was das angeht, was Ehrlichkeit angeht, was Respekt angeht. Ich fühle mich verarscht vom allerfeinsten. Ich möchte auch gar keine Details im Moment ans Licht bringen. Ihr werdet das alle noch früh genug erfahren. Nur bitte kommentiert nicht irgendwelche Bilder, weil ich irgendein Hashtag benutze oder sonst irgendwas, wenn ihr alle gar keine Ahnung habt. Dazu kommt noch, an dem Abend, wo ich bei ihm war, wo er auch das Statement abgegeben hat, ich habe ihn darum gebeten, dass er es zuerst macht, bin ich relativ wütend, aber vor allem enttäuscht und verletzt aus der Wohnungstür gegangen und man hat nicht ein einziges Mal gefragt, wie es mir geht. Er hat nicht gefragt, ob ich gut zu Hause angekommen bin oder in den nächsten Tagen, es kam nichts. Das Einzige, was er gesagt hat, dass er hofft, dass es nicht im Kindergarten endet. Und das war seine einzige Sorge, dass ich irgendwas sagen könnte, was ihn vielleicht ins schlechte Licht rücken könnte. Also sein Ruf steht für ihn an allererster Stelle und alles andere ist ihm scheißegal. Hauptsache, ihm geht es gut. Was haltet ihr von dem Statement von Vivi? Könnt ihr sie verstehen? Und was haltet ihr von der großen Überraschung, dass sie sich getrennt haben? Schreibt mir all eure Gedanken unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Ich freue mich auf euch.